Wir kommen zurück bei Kryostasis und ihr merkt es wahrscheinlich, ich habe den Pegel ein wenig erhöht. Jetzt müsstet ihr mich noch besser hören. So, was wohl passiert, wenn ich darauf drücke? Kram. Gut, jetzt ist die Frage, wo geht der jetzt hin? Aha, das ist schon mal sehr interessant. Jetzt müssen wir nur noch nach unten bringen. So. Oh, es ist einfach da durchgegangen. Einfach durch dieses Gelände da. Na gut. Und jetzt heben wir das mal an. Na gut, dann wieder senken. So, und diesmal. Ach so, ja. Logisch muss man mit der Hand machen. Es geht nicht einfach so von alleine, so wie ich es gerade gedacht habe. Hey, hier liegt eine Waffe. Hat jemand seine Waffe verloren? So, und jetzt. Oh, ein starker Kran. Und gleich kommen Monster, die uns dann an die Beine wollen. Habe ich so das Gefühl. Scheiße. Was ist passiert? Irgendwas. Nein! Komm, ich will jetzt nicht. Hä? Was ist passiert? Wo bin ich hier? Hä? Wie bin ich da hochgekommen? Ach so, ja. Wo ist der Zombie? Wo ist er? Da ist er. Ja, das erinnert mich irgendwie an die Schulzeit. Da bin ich auch immer gegen eine Wand gelaufen. Deswegen hat man zu mir auch immer der Klügste in der Klasse gesagt. Okay, das war jetzt nicht witzig, gebe ich zu. Aber ich muss mich ja irgendwie unterhalten mit irgendwelche Witze oder so. Das hat ein Let's Player an sich. Also falls ihr Let's Player werden wollt, like me or Gronk oder Sarazo oder weiß ich, dann müsstet ihr die Fähigkeit haben, Leute zu unterhalten. Und das ist bei mir, ich gebe es zu, nicht wirklich vorhanden. Scheiße, was machen wir jetzt? Fackel! Da ist eine Fackel! Na toll, hätten wir uns die ganze Zeit wärmen können. Ah, da ist eine Leiter. So, und jetzt? Feuer! Das passiert, wenn man einen Zombie bei sich zu Hause einlädt. Alles geht kaputt! Naja. Ach, da war der Zombie, okay. Und hier ist es eiskalt. Aber hier ist zum Glück eine Leiter! Auf der Leiter, auf der Leier sitzt eine kleine. Ach, egal. Was ist das? Hier können wir nicht hin. Außer wir heben das Teil hier noch. Brauchen wir nochmal diesen Kran, oder? Nee, das kann nicht sein, weil denn der ist jetzt K.O. ausgenockt. Vielleicht können wir darüber jumpen. Hui! Nein. Naja, jetzt müssen wir. Ich schaue jetzt mal. Können wir jetzt da durch? Ja, jetzt können wir da durch. Nice. Jetzt hoffe ich nur, dass nichts mehr auftaucht, das uns das Leben schwer machen könnte. Die Glühbirne ist defekt. Sollte mal jemand auswechseln. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich glaube, wir nehmen mal die andere Waffe. Die andere ist ja eher für Fernkämpfe gedacht. Die hier ist deutlich besser momentan. Ah! Hallo? Jemand zu Hause? Wir sind hier im Jahr 1945. Alles ist schwarz-weiß.
Springen macht munter. Springen macht müde Menschen munter. Kommen wir hoch? Ja. So, und jetzt? Hallöchen! Warum sind alle hier halb nackt? Das ist doch schwul, sowas. So. Hallo! Do you live? Eisberg, Steuerboot voraus! Hol den Arm des Heckhörns ein! Na, hast du gut geschlafen? Mach was! Stopp die Maschine! Ja genau, stopp die Maschine, du Schwuchtel! Ja! Der sollte mal in den Schützenverein gehen. Like me. Okay, ich bin auch nicht gerade der beste Schütze. Verdammt! Bin ich jetzt zu blöd zum Scheißen oder zum Zielen? Oder beides? Ich glaube eher beides. So, nachladen. Jetzt lad schneller! Wir sind hier nicht bei den Senioren. Junge, Junge. Das Spiel treibt mich an die Grenzen. Gut, hier geht's weiter. Ein Schalter. Licht! So! Was ist das? Sind das Spinte oder was? Nee, doch, nee. Nee, doch. Das sind Spinte, ja. So, ist da was im Sanitätskasten? Mal schauen. Brechen wir jetzt mal auf. Na, nichts. Dann öffne ich hier diese Tür. Ach, der hat seine Waffe liegen gelassen. Alle lassen hier ihre Waffen liegen, also. Dann findet irgendein Kiddy die Waffe und dann gibt's einen Amoklauf irgendwo an der Schule. Und dann wird's den Computerspielen wieder in die Schuhe gegeben. Was bist du denn? Ah! Ey, komm! Beruhig dich mal, ja, und lass mich dich töten! Was ist denn das für ein Angriff? Warte, warte, vielleicht können wir irgendwie darüber reden, ja? Nein, bleib weg, ich will jetzt nicht spielen. So, bleib hier. Bleib, genau! Bleib liegen, der bewegt sich aber noch. Er bewegt sich! Bewegst du dich immer noch, hä? Guter Junge. So mag ich die Zombies. Tot auf dem Boden liegend. So. Und dich auch, mein Freund. Mein toter Freund. Und jetzt öffnen. So. Hier wieder wärmen. Ein bisschen Wärme für zwischendurch. Okay. Öffnen! Ha! Hu! Eine Alarmanlage! Aber es braucht mich nicht zu interessieren, denn es ist hier kein Splinter Cell. Ha! Was hab ich gemacht? Ha! Okay. Das war jetzt nur eine Tür. Ich dachte, hier geht's hoch. Na gut, es geht hier nicht hoch. Was? Hey, hab ich was zum Schließen gesagt? Bleib! Nein. Bleib offen. Kapische? Vision. Ich liebe Visionen. Hallöchen! Da muss so einer kotzen. Doch nicht. Nun gut, also wir dürfen nicht sterben, das ist eine Vision. Aber egal, ich renne jetzt einfach ins Verderben und schau, was passiert. Da steht atomare, das ist doch ein atomares Zeichen, oder? Und darüber ist russische Schrift. Das hat doch was zu bedeuten. Hey, versteckt die da Uran oder sowas? Hallo, antwortet mir, was ist da drin? Ich öffne es mal. Geht nicht, schade. Hallo, do you speak English? What, Uran in this room? Answer me! Was ist, hat denn der? Der sieht ja aus wie Hagrid aus Harry Potter. Na gut.
Und der sieht aus wie eine alte Oma mit irgend so einer alten Lederjacke. Nee, das ist keine Lederjacke, einfach so eine Scheißjacke. Lederjacke. Stellt euch mal eine Oma mit einer Lederjacke vor. Oje, oje. Hallo, wo geht's denn weiter? Hallo. Hallo. Muss ich da hochjumpen? Nein, anscheinend nicht. Das hier öffnen? Oh mein Gott! Gleich sterbe ich, weil ich eine Tür geöffnet habe. Oh mein Gott, ich traue mich gar nicht da rein. Aber ich gehe jetzt einfach mal. Aha, aha, aha. Jetzt haben wir eine Möglichkeit nach oben. Das ist die Treppe, wo wir vorhin nicht hochgehen konnten. Und jetzt? Oh nee, wieder so ein Zeugs da. Das mache ich gar nicht. Ich habe ja schon Probleme, wenn ich die Parts benenne. Ich glaube, den Part nenne ich Kran Dingsbums, irgendwas mit Kran. Ablassen, ja. So, und jetzt? Anheben. Ja. Und jetzt? Oh, kaputt. Naja, gut. Jetzt ist die Tür offen. Das ist doch schon mal was. Kann auch sein, dass ihr gerade mein Tastengetippe hört. Also, falls der störend ist, mache ich es weg. So. Ach, das war's schon. Na gut. Aber wir haben noch so, ich sage mal, 15 Minuten übrig. Ich glaube, ich nehme auch noch 15 Minuten nehme ich noch auf. Wir hatten ja gestern einen etwas kürzeren Part. Ja, komm, nehme ich noch bis halb auf, dann ist halb sechs. Dann kann ich noch Minecraft aufnehmen, weil ich mache Cryostasis immer vor Minecraft. Denn das ist ja auch ein bisschen Horrorstimmung und in Minecraft machen wir ja gerade eine Höhlenerkundung, vor der ich mehr Angst habe als das Cryostasis-Spiel. Ja. So, wo sind wir jetzt? Dunkel und kalt. Ein kalter, dunkler Ort. Mit Eiszapfen! Da gibt es nur eine Methode, wie man Eiszapfen runterholt. Runterholt. So, jetzt haben wir ein paar Monster angelockt, ist mir aber egal. So. Was ist hier drin? Waffen! Nee, Moni. Es hätte mir nicht genug, Moni. Aber je mehr, desto besser. So, und jetzt? Ich hab den Knopf gedrückt. Was jetzt? Ist das da, was der Knopf ausgewirkt hat, dass wir hier jetzt eine Quelle haben zum Wärmen? Seufz! Eiszapfen! Ah! Ah! Ich habe einen auf meinen Schädel bekommen, jetzt bin ich blöd! Boom! Boom! Okay. Genug rumgealbert, es wird ernst. Das ist ein Horror-Shooter. Und wir wollen ja den Horror ja beibehalten und nicht daraus ein Fun-Let's Play machen. Ah! Genau so stelle ich mir das vor, Horror-Shooter. fuck. Ah! Wo kam der Schuss her? Ich habe einen Hexenschuss. Ah! Ah! Nein, geh auf! Jetzt schnell! Geh doch! Ah! Oh je, meine. Zum Glück hat man da keine Lebensenergie, sondern einfach nur Wärme. Aber wo kam der Schuss her? Wo kam der her? Kann mir das jemand erklären? Schreibt es in den Kommentaren. Und erklärst es mir, wo der Schuss herkam. Tod, lebt, tot, lebt, tot. Okay. Da ist er. Da ist der Bastard. Oh, ich hab Bastard gesagt. Ja, du bist ein Bastard. Genau, dein Vater hat dich irgendwie betrogen, oder?
Keine Ahnung, ich weiß nicht, was ein Bastard ist. Ich weiß nur, dass es irgendwas mit Vater zu tun hat. Ah! Oh ne, schon wieder einer. Jetzt sterben wir, habe ich das Gefühl. Hä? Na gut, der war wahrscheinlich ein Soldat, denn der rollt sich sehr viel. Fuck! Ich will endlich den Ausgang finden und aus diesem Schiff rauskommen. Meine Güte. Ich halte es hier nicht länger aus. Ich glaube, irgendwann nehme ich einen Strick und beende das Ganze. Dann hat man das Spiel durchgespielt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. OMG. Also gut, ich mach's doch einmal und dann beende ich den Part. Das ist unsere letzte Schanze. Eine Sprungschanze, ja, eine Schanze. Kennen wir ja aus Skispringen. Da springen die über Sprungschanzen drüber. Und ich habe keine Ahnung, was für Müll ich gerade rede, aber ich muss euch ja irgendwie unterhalten, ne? Deswegen rede ich hier über Sprungschanzen, also. Wenn das nicht unterhaltsam ist, weiß ich auch nicht. Und da schmelzen die Eiszapfen. So, wo ist dieser Honk? Ich nehme jetzt die andere Waffe, denn mit der sehen wir mehr. Oder auch nicht. Die Eiszapfen, die stören mich gewaltig. Ich glaube, ich schieße mal ab. So. Jetzt haben wir hier Platz und sehen endlich was. Wo ist dieser tote... Ja, genau, wie meinte ich. Wo bist du? Hallo. There you are. Hä? Nein! Ach, da ist er! Ah. Warte, warte, ich suche dich gerade nicht. Alter, lass mich dich doch abknallen. Ich will dich doch nur töten und deine Waffe abnehmen, damit ich weitere von deinen Kollegen töten kann. So! Auch wieder einer, der sich rollt. Na gut. Anscheinend haben die Zombie ein kleines Fitzchen Gehirn bei sich dabei. Mehr oder weniger. Kann man uns da wärmen? Ja! Oh, mehr als da vorne sogar. Oder auch nicht. Na gut. So. Und jetzt holen wir uns den zweiten Soldatenschwanz! Hä? Hallo, zeig dich! Da ist er! Ein Arm! Du wirst dich wohl auf den Arm nehmen! Hahaha! So, schießen wir ihn schön in seine Arme rein. Der Arme. Ist das eine neue Waffe? Nee, das ist immer noch die alte. Oder? Nee, das ist eine neue. Moment. Einmal mit die hier. Ja, das ist eine neue Waffe. Cool. Oh mein Gott. An was für eine Krankheit ist er gestorben? Finden wir es heraus. Okay, nicht öffnen, dann sterben wir. Hier muss es reingehen, glaube ich, oder? Ach, ich öffne es mal. Wir haben ja mehrere Leben in diesen Visionen. Hallo. Oh, gut, dass Sie rechtzeitig zurück sind. Ich habe alles vorbereitet. Überprüfen Sie es. Beeilen Sie sich. Der Kapitän ist wieder mit einem Problem hier unterwegs. Wieder unlösbar. Immer wenn er kommt, tröste ich ihn. Wie ein Kind. Muss an seinem Alter liegen. Nun zu unseren Angelegenheiten, die wenigstens lösbar sind. Gehen Sie zur Plattform. Ich habe mich um die Stangen gekümmert. Wenn Sie dort sind, folgen weitere Anweisungen. Na gut, okay. Hä? Also, er hat nur diese Tiki geöffnet. Obwohl wir auch hätten drüber jumpen können, aber... Naja, wir sind zu behindert. Was ist das? Zigaretten? Nee. So, öffnen.
Auf jeden Fall atomarisch. Na gut, wenn du sagst. Starten Sie die Prozedur zum Austausch der Gaffi-Teile. Gut, gehen Sie nun in die vierte Sektion. Vierte Sektion? Ich frag mich, wo die vierte Sektion ist. Phase 1. Geben Sie die Stange frei. Welche Stange? Ja, ich drücke einfach irgendwelche Knöpfe, obwohl ich keinen Peil habe. Welche Stangen? Ich meine, ich verstehe gar nichts. Da oben? Meint ihr da oben? Ist da oben ist die große Stange! Was ist das denn? Okay. Ich gehe jetzt einfach mal da lang. Hier vielleicht? Phase 2. Lassen Sie die Stange ein. Wie jetzt? Na, ich drück einfach. Ich drück einfach irgendwas. Kann ich das denn selber machen? Naja, cool gemacht ist es auf jeden Fall, von der Grafik her. Geben Sie eine neue frei. Wie eine neue? Soll ich wieder nach unten oder was? Gott! Oder was ist das? Sie werden die Erdnüsse gefressen. Nur noch eine übrig. Was sage ich dem Kapitän? Etwa, dass wir keine Batterien mehr haben? Es ist keine mehr da. Wir sind fertig, verrostet und kaputt. Es wird Zeit. Wie lange war das? 20 Jahre? Ja, 20 Jahre sind kein Witz. Was nun? Dieser Müllhaufen ist wie ein Freund für mich oder mehr wie ein Bruder. Also klage ich mich hier ab und denke, gibt es ein anderes Leben? Brauche ich das hier wirklich? Na egal. Was ist mit dem Kapitän? Er ist... Naja gut, jetzt glaube ich müssen wir zurücklatschen. Und dann haben wir diese Vision auch geschafft. Obwohl das hier eine Knopfgedrücke ist. Alles ist an deinem Platz. Phase 4, verschließen. Was? Du hast doch gerade gesagt, wir sind fertig, oder? Oh. Wie verschließen? Wir haben für nur 3 Minuten, ne? Dann ist der Part vorbei. Ich habe keine Lust, das nochmal zu machen. Ich glaube, das werde ich dann im nächsten Part einfach drüber schneiden oder so. Wenn es über eine halbe Stunde ist. Schade, wir haben kein Licht. Nö, ich laufe jetzt einfach mal dumm rum. Vielleicht finden wir ja was. So, hier ist auf jeden Fall nothing. Okay, ich laufe jetzt einfach mal rum, bis wir irgendetwas finden, was wir auslesen können. Obwohl ich keine Ahnung habe, was es gerade. Um was es gerade geht. So. Sind wir hier richtig? Hallo? Nein. Nein, Sie sind hier nicht richtig. Sie sind hier komplett falsch. Sie müssen hier so da entlang gehen. Oh Gott, ich bin auch nicht gerade der Hellste in Videospielen, wo man nachdenken muss. Da kann ich mich noch erinnern, wo ich Prince of Persia gespielt habe. Da habe ich auch bei diesen Rätseln so ewig lang gebraucht, obwohl sie eigentlich ganz simpel waren. Bei The Center of Time zum Beispiel, da kann ich mich noch erinnern, da musste man irgendwelche Plattformen so anordnen, dass man weiterkommt. Aber ich habe das auch nicht so ganz in Erinnerung. Beenden Sie den Austausch und kommen Sie wieder her. Was soll ich beenden? Beenden Sie den Austausch und kommen Sie wieder her. Kann es mir jemand aufschreiben? Ich kann mir das nicht merken. 3, 2,
Na, wo ist die 1? Wo ist die 1? Da ist eine 3 hier irgendwo und da ist eine 2. Wo ist die 1? Wenn es eine 2 gibt, muss es auch eine 1 geben. Das ist ein mathematisches Gesetz. Wahrscheinlich ist er dabei der 1 und wir sind jetzt wieder komplett falsch. Ich glaube, den muss ich in den nächsten Part reinschneiden. Diese Szene oder was? Ja. Oder was doch ist. Okay, ich laufe jetzt mal nach unten. Dunkel. Hier richtig? Nein. Sie sind hier falsch. Sie müssen woanders lernen. Gott, das ist nämlich, wo ich Vorstellungsgespräch hatte. Bin ich hier richtig? Nein, sie sind falsch. Sie müssen hier so da lang gehen. Ist auch nichts. Hallo. Was ist überhaupt die 1? Also ich habe jetzt keinen Peil, was ich jetzt machen muss. Ich wette, wenn ich mir das Video ansehe, dann werde ich mir einen Facepalm geben. Okay, jetzt haben wir es endlich. Und noch etwas. Sie haben hoffentlich nicht vergessen, dass Sie nicht denselben Weg nehmen können, den Sie gekommen sind, solange der Druck nicht gesunken ist. Kehren Sie über die obere Galerie zurück. Kann es sein, dass wir jetzt schneller sind? Guckt mir irgendwie so vor. Hier oder was? Nein, hier, da wo es blinkt. Ja, wir sind schneller als normal. So. Ich öffne die Tür. Ins Ungewisse. So. Hallo. Stuhl. Na, hier geht's weiter. Okay. Erledigt. Ich habe alles erledigt. Hey, Sie! Wer sind Sie? Was wollen Sie hier? Lesen Sie. Also wissen Sie, ich bin sehr froh. Was haben Sie erwartet? Sie gehen mir auf die Nerven. Beide. Sie und Ihr alter Kahn. Ich habe es satt. Sie sind jetzt erwachsen. Kein Kind mehr und können nicht für immer spielen. Und diesmal kann ich nicht helfen. Gehen Sie. Gehen Sie bitte. Versuchen Sie es nicht weiter. Niemand will Sie hier sehen. Alle haben die Nase voll. Er hat darum gebettelt. Es war zu viel. Ah! Also gut, Autosave scheint es wohl gewesen zu sein. Dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, oder wenn der nächste Part schon läuft, jetzt gleich. Bis dann, servus.